Hab mir mal jetzt hier durchgeforstet hier auf den Profilbildern. Bei euch kann man ein Tier spielen, ist das richtig? Man kann Tier beantragen, ja. Ist aber aktuell auf Haustiere halt beschränkt. Katze, Hund, Hund und sowas. Wenn das Tier dann ein Kind kriegt, dann ist es ja ein Hundesohn, ne? Gut, das ist hier nicht möglich, dass du. Man kann aber durchaus auch selber in Welpen spielen. Jeder fängt mal so als kleiner Drecksköter an, ne? So in dem Sinne dann. Bei uns sind Hunde sehr, sehr beliebt. Also, wenn du das raushaust, könnte es sein, du kriegst auf die Nase. Uiuiuiui, da muss ich mich sputen, ne? Das teilweise wirklich auch Leute dabei, da die sind Mitte 30, das hatten wir leider erst. Die waren sozusagen nur auf Gambo aus. Oh nee, sind das so gefangene Hurensöhne? Gefangene Hurensöhne, wäre es, ich sag mal so, für mich wäre, wenn jemand zu mir sagt, du bist gefangen im RP, das wäre für mich ein Lob. Dann mache ich mein RP gut. Am Ende des Tages, Hauptsache dem Peter zwischen den Beinen geht's gut, ne? Und man hat Spaß, ne? Im Endeffekt. Eben. Ja. Genau. Ja. Oh, da sind schon richtig viele Leute, ne? Eine Chaya! Oh nein, jetzt habe ich glatt die junge Dame verpasst. Meine Güte. Hä, warum? Ja, weil ich mich mit dir unterhalten wollte, ne? Die ist vergeben, Bro. Wenn eine Frau vergeben ist und man sich nicht mal an sie ranschmeißen darf, dann wäre die Welt ganz schön bitter, ne? Da wäre ich vorsichtig. Wieder wäre ich vorsichtig. Meinst du, ich krieg das nicht hin, oder was? Nee, ich meine damit nur, dass du aufpassen solltest. Wegen was? Man weiß ja nie, was das für Leute sind, keine Ahnung. Ja, Gott, da habe ich doch keine Angst vor. Wenn ich etwas haben will, schnapp ich mir das. Ja? Ich reiß mir das unter den Nagel, okay? Ah, ja. Und du, Justin Bieber, was machst du hier? Punkt 1, ich bin nicht Justin Bieber und Punkt 2, ich bin hier, um mich mit Smokey zu unterhalten. Doch, du bist Justin Bieber. Aber ich sag mal so, aus AliExpress, ne? Ah ja. Ja, Justin Bieber, pass auf dich auf, ne? Mhm. Man sieht sich. Sicher. Wenn du dann an mir vorbeiläufst, will ich, dass du auf den Boden guckst. Hast du das verstanden? Aha, okay. Gut, damit das geklärt ist. Ich glaube, du solltest das Maul halten. Okay, die haben gar keinen Bock auf mich. Ist kein Problem, die haben keinen Bock auf mich. Homonation abgeschlossen. Was ist das für ein Server, Bruder? Ich bin noch ein bisschen stutzig tatsächlich. Meinst du kannst mich mitnehmen? So negativ. Warum nicht? Und weil ich gerade eingepackt habe. Du könntest mich ja ein paar Meter mitnehmen. Ich sehe, hier gibt es keine Shops und alles. Wo finde ich denn das Handy? In der Mall. Ach da, ich bin blind. Wie komme ich da hin? Ohne Auto? Zu Fuß Zu anscheinend. Fuß, würde ich sagen. Soll ich da jetzt hinlaufen oder was? Sehe ich aus wie ein Marathonläufer oder was? Kannst ja gucken, ob du dir ein Taxi bestellen kannst. Wo, wie denn? Mit welchem Handy denn? Wie soll ich mir da ein Taxi bestellen? Wie soll das funktionieren? Dann aber bei deiner großen Fresse, die du gerade hattest, bin ich nicht gewollt, dich dahin zu fahren. Bei meiner großen Fresse? Hör mal, also ich weiß nicht, ob wir beide im Sandkasten zusammengespielt haben, ja? Aber du solltest lieber aufpassen, mit wem du hier redest, ja? Was anscheinend zu lange da gespielt. Ich sollte aufpassen. Ich glaube, es hackt bei dir, Kollege. Wer hat denn hier eine große Fresse? Ich rede doch ganz normal hier mit dir. Stimmt, deswegen hast du mich gerade Justin Bieber genannt und hast gesagt, das nächste Mal soll ich auf den Boden gucken, wenn ich an dir vorbeilaufe, ja? Justin Bieber ist eine Beleidigung für dich? Der Mann ist Multimillionär. Wie war das nochmal? Halt's Maul zu mir? Ja, zu dir, aber du bist ja irrelevant. Du juckst ja gerade nicht in der Geschichte hier. Ah, ja. Überhaupt, Junge. Nochmal für dich. Wer bist du? Das geht dich ein Scheiß an. Und ich sag mal so, mit Idioten unterhalte ich mich nicht. Deswegen ist zwischen dir und mir das Gespräch jetzt beendet. Und ich rede mit Justin. Das ist ein Erbchen von mir. Dann erklär mal. Warum sind die denn ausgelassen? Da, wo ich deine Mutti kennengelernt habe. Der ist zu früh aufgetaut worden. Was hast du gesagt? Sprich mit meiner Hand, mit dir rede ich nicht. Was war der Schlusssatz? Ja, sofort zur Waffe greifen. Wiederhol den doch nochmal. Wiederhol den nochmal. Ah, Wiederhol den sofort zur nochmal. Waffe greifen. Das ist die Musik, die ihr alle nur kennt, ne? Ich gebe dir die Chance, du wiederholst den jetzt nochmal und du kommst lebend davon. Du hast gefragt, dann habe ich gesagt, da wo ich deine Mutti kennengelernt habe. So. Und das nächste Mal. Aua! Wenn du irgendwas über meine Mutter sagst, landet die in deinem Schädel. Hab mal ein bisschen Respekt und Anstand. Er ist RP, sein Vater, der Typ. Sowas wie dich darf überhaupt frei auf der Straße laufen? Ich wollte jetzt nicht hier die Synapsen aus der Stirn ziehen, das war jetzt nicht meine Absicht. Ach, du solltest einfach nur Anstand lernen, das wollte ich dir beibringen, aber ich glaube, das ist bei dir schon längst schiefgelaufen. Du bist hier nicht hier der Guru vom Sambuka hier, bist du nicht. Deswegen brauchst du hier nicht die Leute belehren, damit das schon mal klar ist. Ah, ich möchte mal ganz, ganz, ganz stoppen. Bitte. Halt's Maul. Hör mal zu, Justin Bieber, beruhig dich mal, sonst kriegst du gleich eine Ohrfeige, ja? So, den kriegst du zurück. Warum ziehst du eine Waffe, Mann? Das hat doch nichts mit dir zu tun. Er greift die Frau an. Kommt mal bitte runter, mein Gott, wie im Kindergarten. Der nimmt das ja echt persönlich, der Justin. Schau mal, Justin Bieber, ich glaube, dein Bruder ist hier.
Oh, okay, der ist, glaube ich, nicht so gut auf mich zu sprechen. Also erstmal würde ich befürworten, wenn du dich für den Schlag eben entschuldigst, ja? Dann würde ich mich nämlich auch entschuldigen. Und du bist der Meinung, dass ich in der Situation bin, dass ich mich als erstes bei dir entschuldigen sollte? Naja, ja? Du bist ja der, der zugeschlagen hat, ne? Ich habe mich ja nicht... Das, was ich gemacht habe, war ja verbal. Du bist ja physisch geworden. Und ich habe dir gesagt, dass du mit mir so nicht zu reden hast. Dann brauchen wir uns ja jetzt auch an der Stelle nicht weiter unterhalten. Da hat's einer persönlich genommen. kann mich vielleicht jemand zum Mall fahren und ich kann mich mal ausstatten hier mit Handy und alles? Hast du noch kein Auto? Ich kann dir ein Auto verkaufen. Oh, cool. Komm mit. Danke, endlich mal einer, der so nicht so unfreundlich ist wie der Justin, ne? Habt ihr sein Seufzen gehört? Was ist denn hier, Digga? Der Typ macht RP sein Onkel, glaube ich, hier. Dieser Server ist echt mit vollen RP sein Vaterspielern. Oh, die kommt zu mir. Hallo? Männer, ich habe gleich Zeit für euch. Ja, ich mache hier gerade ein Geschäft. Bruder, man redet mit denen, ne? Was ist denn, Mann? Was ist denn? Ich kann mich doch Jens hier nicht mit jedem Straßenpenner unterhalten. Was ist denn? Was bist du so frech, Junge? Steig mal aus deiner Karre aus. Bin jetzt so ihr Straßenpenner. So, mein Freund, du steigst jetzt aus. Was sind das denn jetzt für Typen? Na Schwanz, wer bist du? Mir scheißegal. Scheißegal, was ist das so frech, Alter? Das ist 5N, wie man's kennt. Hallo, der Herr? Yo, verdammt, verdammt, was ist hier los? Verdammt! Officer, ich bin hier gefesselt, wollen Sie nichts unternehmen? Nein, erstmal nicht. Also, nach meinen Augen sind Sie nicht gefesselt. Nimm den mit, komm. Officer, das sind anscheinend Verbrecher, wie das hier einen Eindruck macht. Sie können doch nicht, Sie können doch nicht zusehen, dass ich hier mitgenommen werde, Officer! Ich krieg den nicht weg. Ja, super, sehr schön. Mann, halt doch mal das Maul jetzt. Hä? Also, wie redest du denn hier mit den Menschen? Was bist du denn für ein unfreundlicher Typ? Du bist unfreundlich zu mir gewesen, bin ich unfreundlich zu dir. Checkst das nicht? Wo bin ich denn unfreundlich zu dir gewesen? Ich kenne dich nicht mal. Bitte lassen Sie erst mit denen los, dann klären wir das auf. Wir klären auf, warum der gefesselt ist. Wir klären auf, warum... Ja, ich kann dir das aufklären, Bruder. Weißt du, wir kommen dorthin. Lansky, wir wollen mit ihm reden. Bruder, ich kenne dich nicht mal, Mann. Was redest du da, Mann? Ich rede gar nicht mit dir gerade, Digga. Warte mal. Was redest du da, Mann? Ich kenne dich nicht mal, Mann. Der hat, glaube ich, zu viel Gras geraucht, Mann, der Vollpfosten. Der kann dir gar nicht mal A von B unterscheiden. Wohl, Klacki, aus. Was ist das denn hier für ein Drecksköder? Sehen Sie, das meinen wir. Also, ich kann Ihnen, soll ich Ihnen die Situation schildern, die gerade passiert ist? Ja, bitte. Ich war im Autohaus, ja. In dem Fall steht hier Aussage gegen Aussage. Bei solchen Leuten, gerade wenn es Gruppenrudel auftreten, immer ein bisschen vorsichtiger sein, die sind. Klacki, ist gut. Ist gut, Lucky, ist gut. Was machen der hier so für Töne, der kleine Dog? Das ist tatsächlich unser Dienst und die Aufgabe. Ja. Wenn jemand sich auflegt, da nicht einzuschreiten. Ah, okay. Kann ich den mal streicheln ein bisschen? Lucky, mach Sitz. Wenn er dann will. Lassen Sie es, weil... Ich mag eh keine Hunde, das passt schon, alles gut. Ja gut, also wir haben hier ein paar Hunde, also das... Ja, ihr habt hier auf jeden Fall ein paar Hunde in diesem Staat, dann habe ich schon kennengelernt, ein paar auf jeden Fall. Mit solchen Aussagen immer ein bisschen vorsichtig. Nee, richtig. Ja, wir haben es jetzt erstmal geklärt, ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut jetzt. Naja, was soll ich sagen, da war schon ein bisschen Stress gerade da und es kann sein, dass ich vielleicht nie mehr der gleiche Mann bin wie vorher, aber das wird sich dann herausstellen. Wegen mal was anderes, Richter, habe ich noch nicht gehört. Sind Sie seit kurzem erst hier, oder? Meine vierter Tag heute und... Was war denn das für ein Geräusch? Wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Natürlich, Sir, ich bin froh, dass Sie hier da sind. Ich bin froh, dass Sie Ihren Job machen. Ich bin froh, dass Sie überhaupt den Bürgern Sicherheit bieten. Könnten Sie mich vielleicht zum Autohaus fahren, weil ich glaube, mein Auto steht da noch. Ah, Hundi, vielleicht verstehen wir uns ja noch irgendwann. Mal gucken. Bruh. Digga, das sind, wenn das nicht Gefangene sind, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hey, Lady, alles klar? Ja. Hier ist gerade ein Vier-Augen-Gespräch. Ja, ist mir doch egal. Egal. Was höre ich denn hier für Geräusche? Hast du keinen Respekt? Geh doch einfach mal, bitte. Der Champagner knallt gar nicht. Man hört ihre Vögel. Alter, was sind das für Geräusche hier? Die Ammonation? Ja, ich höre da noch ganz andere Geräusche. Ja, die sind da oben auf dem Dach, da ist ein Vogel. Junge Dame, kennen Sie die roten Typen da hinten? Nein. Sehr unsympathisch, also von denen würde ich auf jeden Fall aufpassen, ne?
Also, ich bin Medic, mir ist es egal. Ich habe mich um ihr Wohlsein ein bisschen Sorgen gemacht, wissen Sie? Okay. Von daher, wenn was sein sollte, wenn Sie in Gefahr sind, können Sie mich gerne anrufen, ja? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Herr Richter. Und Sie? Was ist Ihr Name? Yoshiko. Yoshiko, wow, ist ja aber echt ein schöner, exotischer Name, ne? Yoshiko, komm mal bitte mit. Ja. Wir reden doch gerade, hallo, was soll das denn? Hey, kommst du? Wie die mich hier alle ausgrenzen auf dem Server, ne? Das ist wirklich lachkick. Also man merkt wirklich, auf so gefangenen Servern, die bleiben immer an ihrer eigenen Blase, ne? Die lassen nichts Neues zu. Das lassen die nicht zu. Sorry, bist entlarvt. Bei uns bitte nicht. Oh mein Gott. Das befriedigt mich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin die ganze Zeit hier auf dem Server. Seit über 10 Minuten probiere ich jetzt hier rauszukommen aus dieser Wohnung. Das kann doch auch nicht sein, Bruder. Ich komm, mache in 20 Minuten Whitelist-Gespräch, ja? Dann komme ich in eine Wohnung, wo ich nicht rauskomme. Dann muss ich noch... Wollt ihr eigentlich, dass ich alle meine Haare verliere? Sagt mal, wollt ihr, dass ich eine Vollglatze bekomme? Ich bin auf dem Weg dahin. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr so weitermacht, ich krieg wirklich eine Vollglatze bald. Das dauert nicht mehr lange. Antonius Bar, ja, hallo, mit wem spreche ich? Moin, ich bin der Clemens. Tatsächlich habe ich deine Stellenausschreibungen gesehen. Suchst du Mitarbeiter oder was? Ja, sieh, ich suche Mitarbeiter, gar kein Problem. Gut, hast du gerade einen fahren lassen oder was war das gerade? Ja, ich sehe, der Bad ist ein bisschen knatschig und das Holz arbeitet noch viel, weißt du? Ja, dann pack mal den aus der Theke, ne? Dann knatscht es auch nicht so viel. Kann ich mir das Ganze mal angucken, wenn du Bock hast? Ja, sehr gerne, das ist in der Nähe vom Würfelpark tatsächlich. Dann komme ich gleich mal vorbei, würde ich sagen, ja? Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Oh, der steht da schon ready, ne? Guten Tag, Kollege. Buonasera. Ich glaube, wir beide haben gerade telefoniert. Kann das sein? Ja, Sie haben sich gerade vorgestellt mit dem Namen Clemens. Ja, nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie was trinken? Ja, würde ich tatsächlich gerne, ne? Sie haben aber einen schönen kleinen Pissladen hier, ne? Ja, das ist Traditionvererbung hier, dem Herrn zu trinken. Ich hätte gern Lillet Wildberry, bitte. Ja, das haben wir leider nicht da. Wissen Sie, was Sie auch nicht haben? Haare, meine ich. Das ist richtig, absolut. Lass ich mich nicht lumpen, dann machen Sie mal, komm hier, machen Sie mal hier. Einen guten Wein aufs Haus hier, so einen guten, wo Sie sagen, mit dem kann man arbeiten. Bevor ich auf Ihre Glatze kacken muss. Wo ist denn jetzt dieser verfickte Wein hier? Ich krieg gleich einen kompletten Ausraster hier. Sie saufen mir den jetzt mal rein, ne? Ich hoffe, der schmeckt, ansonsten haben wir ein Riesenproblem, ja? Also ich muss sagen, tatsächlich schmeckt der Wein ziemlich scheiße, ne? Ja, das ist Geschmackssache. Ich kann Ihnen noch ein Wasser anbieten, Hola, wenn Sie möchten. Ich weiß nicht. Ey, hier, du, Dumpfbacke. Hier, kannst du ein Weingeschenk bekommen aufs Haus. Hier, bitteschön. Ich möchte nicht, dass Sie meine Gäste beleidigen, bitte. Das verbiete ich mir hier. Na, danke. Hast du gerade meinen Wein abgeschlagen? Ja, ich möchte gerade keinen Wein, der Herr. Ja, aber wenn dir jemand was gibt, dann legst du es doch nicht weg. Was ist das denn für eine Respektlosigkeit? Na, Sie haben es ja auch gleich in die Hand gedrückt. Meine Güte, ist ja auch egal. Seid ihr das Snapback-Trio oder was? Der hat mit Peter lustig. Du wärst lustig oder wie? Ob ich das lustig finde? Nee, ich hab gesagt, und du denkst, du wärst lustig. Ja, denk ich. Und jetzt? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du wenigstens einen Gedankenfaden. Und wer hat dich denn hier ausgegraben mit deinem Vollidiotenring, die du da trägst? Und sagt der mit dem Scheitel, ey. Wenigstens habe ich Haare auf dem Kopf, du Vollpfosten. Na, Piano, ja, ja. Wir möchten uns hier bitte nicht reiten in dem Geschäft, okay? Hier, vier Auge, willst du mir gerade auf die Füße scheißen? Wenn nicht, können wir das auch gleich anders regeln, ja? Piano, wollen wir vor die Tür gehen? Ja, komm, dann gehen wir raus. Hallo, hier geht niemand vor die Tür. Es wird sich hier nicht gestritten, werden, okay? Gut. Wissen Sie was? Hier, Meister Propper, machen wir mal noch einen Wein, dann kann man vielleicht sich erstmal entspannen. Sie Super. Entspannen sich bitte auch erstmal, setzen Sie sich erstmal hin und dann atmen Sie tief durch. Und dann reden wir wie erwachsen. Und du, guck mich nicht so an, Mann. Hallo. Dieser Schubser war so geil. Ja, ich will, dass der Typ sich nicht da hinsetzt, der mit dem Weißen. Der setzt sich an. Ich setz mich hin, wo ich will. Sag mal, wollt ihr mich hier eigentlich provozieren oder was ist eure Mission? Clemens, entschuldigen Sie bitte. Das ist ein Stammlokal von den Herrschaften. Die sind hier wirklich täglich. Ich glaube, wir beide hatten telefoniert, weil sie sich bei mir vorstellen wollten. Ist das richtig? Was glotzt ihr denn so, Mann? Kollegen, was glotzt ihr denn so? Ja, ich würde gerne einen Espresso nehmen. Espresso um 23 Uhr? Der Mann hat Lack gesoffen, glaube ich. Ja, oder vielleicht Nachtschicht, mein Lieber. Nachtschicht, pass auf, dass ich nicht dich in der Nacht fick. Der war nicht schlecht. Der war genauso schlecht wie der Wein hier. Also ich sag Ihnen ehrlich, der Wein und ich werden keine Freunde hier mehr, auf jeden Fall. Clemens, ne? Dann haben wir darüber jetzt genug gesprochen. Dann darf ich Sie bitten, einmal das Lokal zu verlassen jetzt hier. Ich muss mir das nicht reinziehen, dass meine Produkte hier schlecht schmecken oder sonstiges.
Naja, gut. Also ich weiß nicht, was sie mit ihren Weinen machen. Ob sie da ab und zu den Pümmel rein dippen oder ob sie da mal einen Liter Urin rein pissen. Ja, weiß nicht, aber das schmeckt auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß nicht, das ist doch kein italienischer Wein. Und dann würde ich sagen, ist das Gespräch heute an dieser Stelle beendet. Ein Klostein, ja, das kann ich dem Typen hier geben mit dem weißen Oberteil. Hier, bitteschön. Junge. Was, Junge? Was, Junge? Was? Geh einfach. Was, geh einfach? Du wurdest gebeten zu gehen. Kollege, guck mich nicht so schief an mit deinen Schielaugen. Hast du mich verstanden? Gleich gibt's einen auf den Deckel. Nee, komm mal nicht so nah ran. Ich will keinen Kuss von dir. Was hast du gesagt, hä? Was Junge, hast du gesagt? Ich komm, jetzt geh raus aus dem Laden. Was hast du gesagt? Ja, du wirst dich nicht gestritten in dem Laden. Ich verbiete mir das. Ich hau dir gleich einen in die Fresse. Hast du es verstanden? 911, ja, 911. Hä? Geh einfach. Keine F***. Ah! Ah! Ey, dass sie einen immer direkt bewusst vertrauen. Gib mir das jetzt hier bitte. Ja, natürlich. Ich hab ja nicht zurückgeschlagen, alles gut. Ich hab zurückgeschlagen, weil keiner schlägt meine Freunde. Keiner schlägt meine Freunde. Das sind meine Freunde im RP. Die haben Vorrang. Keiner schlägt sie. Du wurdest permanent von diesem Server gebannt. Du weißt warum. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir manchmal Tage haben, die nicht gut laufen. Und ich bin der Meinung, ich fand's heute nicht so nice irgendwie, ja. Muss ich leider sagen, aber das gehört halt auch dazu. Ich hoffe, ihr könnt die ganze Situation nachvollziehen. Ich sitze seit keine Ahnung wie lange, schon seit 15 Uhr sitze ich hier, wurde auf so vielen Servern gebannt. Von daher, heute war echt kein guter Tag. In diesem Sinne, haut rein und heute gibt's keinen Pimmel. Ciao.